Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute möchte ich euch gerne ein paar meiner Herbstfavoriten zeigen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir starten mit Hautpflege und zwar mit einer Neuheit von Geek & Gorgeous. Also ich habe euch die bereits auf Instagram gezeigt. Das ist nämlich ein Peptidserum und das ist so toll jetzt gerade für diese Jahreszeit. Es enthält, wie der Name schon sagt, mehrere Peptide, unterstützt die Kollagenproduktion, ist parfümfrei und das hat eine etwas, ich würde sagen, dickflüssigere Textur als andere Serien. Es sieht auch so ein bisschen milchig aus, hier seht ihr es, aber es ist trotzdem flüssig. Und wenn man das auf der Haut verteilt, hat man fast das Gefühl, dass es etwas ölig wird. Aber es zieht dennoch gut ein, ist schön rückfettend. Das heißt, ihr könnt es auch schön über Nacht jetzt nutzen, gerade für diese Jahreszeit eben, wenn die Haut so ein bisschen mehr von allem braucht. Ihr könnt es auch morgens anwenden. Das ist wirklich ein tolles Serum, was ihr einfach additiv zu eurer Hautpflege nutzen könnt und jetzt für den Herbst wirklich genial ist. Ist aber natürlich nicht nur einfach rückfettend und reichhaltig, sondern sorgt auch langfristig für so ein aufgepolsterteres Hautbild. Dann möchte ich euch von e.l.f. gerne dieses Lippenöl hier empfehlen. Das trage ich auch gerade auf den Lippen. Ich finde, es hat eine sehr, sehr schön herbstliche Farbe, ist aber natürlich nicht allzu stark pigmentiert. Dadurch, dass es ein Lippenöl ist und dadurch, dass es ein Lippenöl ist, ist es zusätzlich noch pflegend. Also ihr habt hier einfach mehrere Vorteile in einem. Mich hat am Anfang so ein bisschen dieser starke Mentholduft gestört. Ich hatte da mit euch auch schon drüber diskutiert sozusagen, denn einige von euch waren da ganz meiner Meinung, dass diese starken Mentholdüfte in solchen Lippenprodukten immer etwas störend sind. Also ich weiß nicht, warum das gerade so ein Ding ist, Lippenprodukte so stark mit Menthol zu beduften, aber ich hätte es nicht gebraucht, sagen wir es so. Ich hätte es auf jeden Fall nicht gebraucht. Dennoch muss ich sagen, ist das Lippenöl an sich einfach schön. Ich mag die Farbe, wie gesagt, ich mag auch diesen Pflegeeffekt, ich mag den Glanz auf den Lippen. Das sind alles Effekte von dem Lippenöl, die sich jetzt für die Herbstzeit auch schön eignen. Und ich habe hier die Farbe Honey Talks, heißt sie. Dann muss ich euch unbedingt diesen Badeschaum hier von Jekyll Moon empfehlen. Der riecht so wahnsinnig gut. Er passt natürlich nicht nur in den Herbst, sondern auch in die Winterzeit. Riecht nämlich nach Winterapfel und Karamell. Und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, in der Drogerie zum Beispiel dran zu schnuppern, macht das. Das ist so ein krasser Duft. Ich kann davon gar nicht genug bekommen. Riecht wirklich ein bisschen fruchtig durch diesen Apfel. Aber es hat keine zu aufdringlich aromatisch fruchtige Note, sondern wird eben viel, viel süßer noch durch diesen Karamellduft. Erinnert mich auch an irgendeinen Duft, den ich kenne, aber ich komme nicht drauf. Und ich finde auch diese Badeschäume von Jekyll Moon, die riechen richtig lange noch. Ihr nehmt sie beim Baden auch richtig schön wahr. Also die Düfte, das ganze Badezimmer riecht eigentlich danach. Und das hier ist sogar noch angereichert mit ein paar Ölen. Badeschaum enthält in der Regel auch immer Tenside, also ist so ein bisschen reinigend, wie ein Duschgel eben. Und hier wurde eben zusätzlich noch mit Ölen gearbeitet, dass das nicht austrocknet, während ihr badet. Also wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Dann habe ich hier zwei Düfte, die einfach perfekte Herbst- und Winterdüfte darstellen, die ich euch aber so lange nicht mehr gezeigt habe. Das ist einmal von Larisé ein Vanilleduft. Das ist die Nummer 805. Das ist auch ein sehr warmer Vanilleduft. Ich trage den hier auch einmal auf. Ich bin eigentlich ja nicht so ein großer Fan von diesen sehr warmen, sehr aromatischen Vanillenoten, sondern mag es eher, wenn die etwas pudriger, etwas ja süßer und auch etwas schwerer sind. Aber dieser Duft entfaltet sich sehr schön. Also anfangs riecht er eben wirklich sehr, sehr warm, auch ein bisschen zu stark aromatisch in meinen Augen oder für meine Nase. Aber wenn er sich dann so entfaltet, wird er eben pudriger und man nimmt trotzdem noch eine schön warme Note wahr, aber eben auch diese pudrigen Nuancen und die Kombi daraus finde ich sehr gelungen. Ihr seht ja, ist ja auch schon gut aufgebraucht. Und dieser Duft ist die Nummer 807. Den habe ich völlig vergessen. Ich habe den jetzt wiedergefunden. Der ist so, so, so gut für alle, die es schokoladig, kakaoig mögen. Das ist die Geruchsnote Milchschokolade. Also das sind zum Beispiel keine Duftzwillinge, das sind so Duftessenzen. Trage ich hier auch nochmal mit euch auf. Da solltet ihr euch bewusst sein, dass eigentlich ein, höchstens zwei Sprühstöße genügen. Also ich habe jetzt auch zu viel aufgetragen. Das ist so ein enorm starker und ich finde auch sehr, sehr lang anhaltender Schokoladenduft. Und wenn man davon so ein, zwei Sprühstöße nutzt, dann riecht es richtig danach, als ob ihr euch gerade
einen heißen Kakao aufgekocht habt. Umso mehr Sprühstöße ihr nutzt, desto stärker wird auch diese Schokoladennote. Also die geht dann eher in so eine Zartbitter-Schokoladennote. Deshalb nutze ich immer eher weniger davon, weil es dann ja eher süßlich und pudrig noch riecht. Aber das kann man eben auch individuell sozusagen einstellen, wie das riechen soll. Und dann habe ich euch noch diesen Duft hier rausgesucht. Das ist die Nummer 168. Und das ist ein Duftzwilling zu dem Good Girl Parfüm von Carolina Herrera, wenn ich es richtig ausspreche. Der enthält nämlich zum Beispiel auch Noten wie Kakao unter anderem. Und ist deshalb auch ein etwas süßerer, schwererer Duft, aber hier nehme ich zusätzlich noch so ein paar leichtere, blumige Nuancen wahr und deshalb ist das vielleicht wieder ein Duft für diejenigen, die es schon ein bisschen süßer mögen, aber denen vielleicht Kakaodüfte oder Vanilledüfte ein bisschen zu viel sind. Das ist hier einfach eine schöne Kombi. Ich meine, wenn ihr den Good Girl Duft kennt, dann werdet ihr auch wissen, wie dieser Duft hier riecht. Ich habe auch immer noch einen Rabattcode für euch, den blende ich euch hier nochmal ein, den findet ihr auch in der Infobox, also wenn ihr bestellen möchtet, denkt daran, ich bekomme auch immer ganz viele Fragen, ob ich noch einen gültigen Code habe. Ja, habe ich. Damit gibt es 20% und ein gratis Refill. Dann habe ich mir zwei Foundations für dieses Video rausgesucht. Das ist einmal eine Foundation, die ich euch gerade erst in den Neuheiten gezeigt habe. Ich trage sie auch gerade, also wenn euch jetzt meine Base zusagt, dann wisst ihr, dass das mit dieser Foundation hier geschminkt wurde. Als ich die drauf hatte, haben mich nämlich auch ganz viele danach gefragt, was ich gerade auf meiner Haut habe. Ich benutze aber tatsächlich auch immer dann das Geek & Gorgeous Serum darunter. Und diese Foundation ist von Evelyn Cosmetics. Das ist eine, ja, feuchtigkeitsspendende und dennoch deckende Foundation. Ich finde, die ist nämlich schon nochmal deutlich deckender als andere feuchtigkeitsspendende Foundations, die ich so kenne. Man kann sie aber auch gut aufbauen. Also wenn euch die Deckkraft nicht ausreicht, kann man sie eben schichten. Man kann aber auch, und das ist eigentlich eine bessere Variante noch, einfach eine Schicht davon auftragen und die Unebenheiten, die man dann noch hat und noch durchsieht, mit einem Concealer kaschieren. So wirkt das ganze Hautbild ein bisschen natürlicher und nicht zu voll und viel. Das mögen ja einige nicht, wenn man das dann auch so sieht. Die Foundation hat auch so eine etwas dickflüssigere Textur, lässt sich aber sehr, sehr schön verblenden. Ich arbeite die mit einem Beauty-Schwamm ein. Und das ist dann noch eine Foundation von Hypoallergenic. Die hatte ich euch in einer Instagram-Story mal gezeigt, denn die ist richtig toll für diejenigen, die vielleicht nicht so auf diesem Glowy-Look stehen, aber es auch nicht zu unnatürlich und zu trocken mögen. Denn es gibt natürlich viele matte Foundations, die die Haut sehr stark austrocknen beziehungsweise auch einfach trockene Stellen dann betonen. Und das hier ist eine Foundation, die matt auf der Haut wird, aber dennoch so einen ganz leichten Glow durchschimmern lässt. Das heißt, sie sieht nicht so unnatürlich aus und nicht so trocken matt, sondern ja, eher so semi-matt, hat auch einen Lichtschutzfaktor von 25 damit drin, ist mit Algenextrakt unter anderem angereichert und die ist auch parfümfrei. Hypoallergenic stellt ja generell Produkte her, die für empfindliche Haut auch geeignet sind, also auch gerade Make-up-Produkte in den Gesichtsprodukten, also für Wangen oder ja, für den Ton eben generell, sind meistens keine Parfümierungen drin. Ich habe hier die Farbe 03 gewählt, weil ich die beiden helleren Nuancen tatsächlich doch deutlich zu hell fand. Also hier kommen vielleicht auch die hellen Hauttypen auf ihre Kosten. Und auch die ist tatsächlich etwas dickflüssiger, aber nicht ganz so dickflüssig wie die von Evelyn, obwohl das hier beim Auftragen vielleicht erstmal anders wirkt. Schaut mal, die Farben sehen auch richtig unterschiedlich aus, aber beide passen irgendwie, wenn ich sie verblende. Obwohl jetzt so im direkten Vergleich würde ich fast sagen, dass sie eine ähnliche Textur haben. Auch wenn die von Evelyn eben eher glowy dann wird, die von Hypoallergenic eher matt. Dann muss ich euch unbedingt diese Haarpflegereihe von Elvital empfehlen. Das ist die Hyaluron-Haarpflegereihe und dazu erzähle ich euch auch noch mal bald etwas mehr in einem Reel, denn ich habe euch das auch mal komplett abgefilmt. Ich kann die ganze Haarpflegereihe echt wärmstens empfehlen. Die macht so krasse Haare und sorgt eben für Feuchtigkeit, was ihr jetzt auch in dieser Jahreszeit braucht. Ich habe euch jetzt einmal stellvertretend erstmal diese beiden Produkte rausgesucht, denn ich denke, die sind so für alle gut anwendbar. Das ist einmal die Haarkur. Und einmal das aufpolsternde Feuchtigkeitsserum, also es ist so eine Sprühpflege, die ihr dann in die nassen, aber auch in die trockenen Haare geben könnt. Die Formulierung aller Produkte besteht eigentlich hauptsächlich aus Feuchtigkeitsbindern und Silikonen. Das ist aber so eine gute Kombi, sage ich euch, weil die Feuchtigkeitsbinder immer, immer wichtig sind.
eigentlich auch im Sommer, in jeder Jahreszeit, aber die Silikone natürlich zusätzlich für den Schutz sorgen. Wenn ihr keine Silikone benutzen möchtet, ist das völlig fein. Ich sage es nur nochmal dazu, für einige Haartypen sind Silikone einfach enorm sinnvoll. Gerade wenn ihr blondiert seid, dann sind eure Haare viel, viel anfälliger. Und wenn ihr die nicht schützt, ist das eben kontraproduktiv und da sind Silikonprodukte tatsächlich nicht schlecht. Die Haarkur enthält neben Hyaluron zum Beispiel aber auch so einen Feuchtigkeitsbinder wie Milchsäure, der auch sehr, sehr weit oben in der Inhaltsstoffliste zu finden ist. Das sehe ich sonst auch eher selten. Wartet am besten noch das Reel ab, wenn ihr mal die genauen Effekte sehen wollt. Das kommt diese Woche oder nächste online. Habe ich euch, wie gesagt, alles mal mitgefilmt. Aber krasse Produkte. Also die Haare fühlen sich an wie vom Friseur. Diese Creme hatte ich euch auch schon gezeigt. Die habe ich auf YesStyle bestellt. Und zwar ist das eine Panthenol Barrier Cream, die mit 10% Panthenol daherkommt. Und da hatte ich euch schon darauf hingewiesen, dass 10% Panthenol tatsächlich nicht nur eine beruhigende Wirkung haben, sondern auch gleichzeitig eine wundheilende Wirkung. Also die Wundheilung setzt auch bei dieser Konzentration ein. Das heißt, ihr könnt die richtig gut nutzen, wenn ihr wirklich eine sehr strapazierte Haut habt, auch eine strapazierte Hautbarriere. Da ist außerdem Tigergrasextrakt, Squalan und Niacinamid mit drin. Tigergras wirkt ja zusätzlich nochmal entzündungshemmend. Und das ist eine Creme, die hat so eine eher gelartige Textur. Die finde ich auch, obwohl man am Anfang noch so denkt, dass die sehr reichhaltig ist, sehr leicht eigentlich auf der Haut. Fast so ein bisschen erfrischend, zieht gut ein. Und wenn ihr zum Beispiel eine Mischhaut oder fettige Haut habt und das Serum auch gerne testen möchtet, was ich euch gezeigt habe, dann kann man das auch immer sehr gut mit dieser Creme hier kombinieren, weil die eben so gut einzieht, dass sie gerade für die Mischhaut und öligen Hauttypen richtig gut geeignet ist. Und sowas ist natürlich auch gerade für den Herbst immer wichtig, weil auch die Haut natürlich immer zu tun hat mit dem Wetterumschwung zum Beispiel. So, und dann habe ich hier noch diese Mascara von Trend It Up aus dem neuen Sortiments-Update, das ja das Herbst- und Winter-Update darstellt, weshalb ich gedacht habe, ich packe auch diese Mascara in dieses Video hier mit rein. Ich rieche übrigens gerade die ganze Zeit diesen Schokoladenduft, das riecht so gut. Ich habe richtig Lust auf Schokolade. Diese Mascara ist eine etwas innovativere Mascara, in der Drogerie zumindest. Ich kannte das Prinzip schon von einer anderen Firma, aber ich glaube, das gab es davor eben noch nicht in der Drogerie. Das ist eine Twist-Mascara. Das heißt, ihr könnt den Deckel oder hier am Deckel das Bürstchen aufdrehen, dann entfaltet es sich und es sorgt für Länge. Oder ihr könnt das Bürstchen zusammenschieben und dann sorgt es eher für Volumen. Also verdichtet eure Wimpern und das klappt enorm gut. Also ich trage sie auch gerade wieder auf meinen Wimpern. Und ich mag es so gerne, dass man eben wirklich für Länge damit sorgen kann. Also wenn ihr die zunächst in der etwas längeren Bürstchenvariante nutzt, diese Mascara, dann wirken eure Wimpern tatsächlich etwas länger, so habe ich zumindest das Gefühl, und sie werden schön definiert. Und wenn ihr dann dieses Bürstchen zusammenschiebt und als Volumenbürste nutzt, verdichten sich die Wimpern noch etwas damit. Und das finde ich richtig schön. Also gerade für Drogerieverhältnisse, für den Preis, finde ich, kann man da gar nicht meckern. Und ja, wollte ich euch gerne hier nochmal zeigen. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.